Ich glaube, wenn wir jetzt einen Psychologen aus der Praxis da hätten, der sich viel mit solchen Fällen beschäftigt, die aus dem Betrieb kommen, bei ihm Rat und Hilfe suchen, könnte er vielleicht sagen, dass es einen Faktor gibt, den wir bisher noch übersehen haben. Und zwar, was sehr viele Leute belastet ist, neben der Arbeitsbelastung, neben der Beschleunigung, sowas wie toxische Führung, dass die Persönlichkeiten nicht passen. So. Und das Problem dabei ist, dass man das erstmal erkennen muss. Und das zweite Problem ist, wie gehe ich damit um? Selbst wenn ich, Sie können ja super definieren, wie soll so ein idealer Arbeitsablauf stattfinden, wie soll die Führungsperson ausgewählt werden. Und selbst wenn sie dann ausgewählt werden, ist es ja keine Garantie, dass sie sich genauso entwickelt, wie man das gerne hätte. So, denn Absolut. die Persönlichkeit offenbart sich halt dann immer, wenn man halt dann auch mehr Verantwortung hat oder wenn man unter Stress steht, unter Druck steht. Kann auch von Absolut. außen kommen. Ja, absolut, ganz genau. Das ist wahrscheinlich ein Problem, das bleibt. Oder werden wir irgendwann da hinkommen, das besser in den Griff zu bekommen? Müssen wir. Ne? Müssen wir tatsächlich. Und es ist so, auch das können wir ganz, ganz gut nachvollziehen und auch wieder gut messen da drin. Und wir haben schon früher immer gefragt, was macht denn eigentlich erfolgreiche Führungskräfte aus? Was so von ihrer Person, auch von ihren Zuständen da drin. Und haben die zwei Sachen gefunden. Die haben persönlich hohe Energie, also die haben Herzblut im Spiel und strengen sich an. Und die haben Fokus. Also klares Verständnis, was ist wichtig. Voraussetzung dafür, dass man auch gut andere führt, ne? Dass man selber dahinter steht und dass man auch weiß, wo will ich langfristig hin. Dann hatten wir einen Artikel, der kam schon 2002 raus. Beware the Busy Manager hieß der. Hat Harvard Business Review selber so genannt. Wir hätten niemals so einen coolen Titel gefunden. Und das war die Problemgruppe, hohe Energie, kein Fokus. Ne? Haben alles aufgewirbelt und hier und da. Jetzt haben wir das immer wieder über die Zeit gemessen. Jetzt haben wir plötzlich eine andere Problemgruppe. Gar nicht mehr diese Busy-Typen, sondern eine Gruppe, die hatten wir vorher gar nicht. Die hießen vorher Zögerer. Das sind nämlich welche mit wenig Energie und wenig Fokus. Also weiterhin wenig Fokus, diesmal aber auch wenig Energie. Erschöpfte haben wir die jetzt genannt. Und diese Führungskräfte, eben, wie gesagt, die gab es vorher gar nicht. Ist jetzt 45% der Führungskräfte. 45%. 45, ganz genau. Diese Busy, die waren ja vorher, da waren 40 Busy, Ich meine, Sie 40%. untersuchen, glaube ich, 20.000 Firmen. 45%. 20.000 Personen pro Jahr, Okay. aber über die Zeit haben wir schon mehr als 1.800 Firmen, aber jedes Jahr ungefähr 80 bis 100 Firmen. Und da sind aber Einzelführungskräfte jetzt mal, ne? Das sind Einzelführungskräfte. Und diese, das ist eben ganz interessant. Diese erschöpften Führungskräfte, die haben eben verschiedene Muster in ihrer Führung. Eins ist laissez-faire, gar nicht führen. Ne? Die können nicht mehr und dann lassen einfach laufen. Irgendwie wird schon klappen, ne? Da drin. Autoritär, das ist auch schlimm, aber geht noch. Und das Schlimmste ist das, was Sie beschrieben haben. Das ist eben so eine Art deviant oder wirklich eine Führung, wo die selber einen Druck auf die Mannschaft ausüben und häufig willkürlich. Willkürlich wirklich Druck ausüben. Und das ist ein typisches Muster da drin. Wie soll man jetzt damit umgehen? Einmal muss man natürlich den Führungskräften den Rücken stärken. Weil wenn die das machen, nicht weil sie jetzt von der Persönlichkeit eben dort so schräg sind, sondern weil es ihnen selber nicht gut geht, dann müssen wir gucken, dass unsere Führungsmannschaft nicht am Limit ist und dass wir die nicht verbrennen. Und dann empfehlen wir tatsächlich auch regelmäßig solche Pulschecks zu machen und zu gucken, wie ist die Führung, wie ist die Energie, wie geht es der Mannschaft da drin. Und wenn die Extern, so mit ja, 360 Grad oder? Reicht auch einfach, dass jeder Einzelne sagt, wie geht es mir, wie werde ich geführt, wie ist hier die Energie bei uns da drin. 360 ist schon toll, ist aber sehr aufwendig. Ne? Also Ja, Sie wären wahrscheinlich erstmal. schon damit zufrieden, wenn pro Jahr ein Mitarbeitergespräch geführt wird, oder? Bei manchen Betrieben.
Naja, erstmal, sag ich mal, erstmal Feedback einholen. Ne? Erstmal gucken, wo steht sozusagen die Mannschaft, wie ist da auch das Führungsklima da drin. Und dann kann ich ja einerseits das Klima sehen und wenn ich dann gehäuft solche aggressive Führung feststelle, ist das schon mal kein guter Indikator. Zusätzlich sehe ich ja bei jedem Einzelnen, also wenn die Mitarbeitenden jeweils ihre Vorgesetzten beurteilen, dann kann ich das sehen. Und dabei heißt es auch, dass man dann sagt, oh, guck mal, das Feedback kriegst du, was machen wir jetzt damit? Kann man erstmal mit der Führungskraft besprechen, wie wurde ich denn eingeschätzt? Dann kann man ein Coaching kriegen, dann kann man sich Lernziele setzen und so. Viel häufig merkt man, hey, da kriegen wir in den Griff. Da kriegt man wirklich, das kann man korrigieren, kann man sich weiterentwickeln, kann man besser führen und so weiter. Aber weil die Führungskräfte vielleicht auch vorher selbst nicht gemerkt haben, dass sie so toxisch wirken? Ja, entweder haben sie sich gemerkt oder sie sind teilweise auch gefangen da drin in ihrer Rolle. Ich bin wirklich eher jemand, der erstmal immer Sympathisant ist von Menschen und erstmal das Gute erwartet und sagt, wer will denn eigentlich so eine fiese Führungskraft sein? Das ist ja eigentlich nicht so eine schöne Sache. Da sind die teilweise da drin auch einfach in ihrem Stress oder in dem einfach selber gefangen. Und dann können sie mal Hilfe bekommen, können das mal spiegeln, können auch mal sagen, oh, kann ich vielleicht anders mit meinem eigenen Druck umgehen, mit den Emotionen. In den allermeisten Fällen ist das dann weg. Aber es gibt auch Situationen, hat man dann über längere Zeit das begleitet. Und ich wäre immer ein bisschen ungeduldig. Also Führungskräfte, die jetzt fies sind oder negativen Druck machen, ist nicht gut. Ne? Mhm. Und dann ist es teilweise so, dass man sagt, hey, sag mal, willst du eigentlich führen? Und das ist teilweise tatsächlich so, dass Führungskräfte in Situationen sind, wo sie ganz ehrlich, wenn sie die Wahl haben, lieber nicht führen würden. Mhm. Das ist ja auch Führung anders als früher, wo das mehr 100% Management war. Ich habe es hier im Griff, ich kontrolliere alles. Ich werde auch geachtet, war ja noch eine Statusfrage früher. Heute ist Führung ja gar nicht mehr cool. Es ist ja gar nicht mehr so eine, das ist alles weg. Das ist alles weg. Und viel, viel Verantwortung da drin, dass man dann auch teilweise Menschen eine andere Perspektive gibt, rausentwickelt und man sollte das Gesicht wahrend machen. Drin. Also nicht tolerieren und nicht auch gucken, dass nur die Führung, dass nur die Mitarbeitenden damit umgehen müssen. Also bei allem, wie man Hierarchien abschwächt, der Teil ist nicht weg. Also dass Führungskräfte einfach mehr Einfluss haben. Ja. Und auch, ja, natürlich gehen auch viele Mitarbeitenden dann